Tag Leute und herzlich willkommen wieder zurück bei Need for Speed. Hier, die ihr seht, ich habe mein X6, ich habe jetzt so viel Geld, dass ich einfach mal ein bisschen an dem Rad dran rumgeschraubt habe, denn leistungstechnisch ging da nicht mehr viel und deswegen habe ich da jetzt einfach mal meine künstlerische Ader erblühen lassen, denn ich fand das irgendwie geil, ne? Sieht er nicht geil aus? Ich finde den schon geil. Ich weiß auch, diese Gummiräder und Reifen, das ist alles... Und ja, ich habe jetzt auch Spielereien mit drin. Mein Qualm muss blau sein und sowas. Lasst mich doch, Leute. Wir haben es doch durchgespielt. Der ernsthafte Aspekt ist weg. So, jetzt lasst mich auch mal ein bisschen. Aber ich habe noch Bock. Wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen Geld verdienen, denn dann möchte ich auch mein Lamborghini noch auftunen. Und dann würde ich mich tatsächlich in die Online-Rennen wagen. Keine Ahnung, ich werde auf den Sack kriegen. Natürlich werde ich auf den Sack kriegen, aber erstmal werden wir es offline durchspielen. Ich finde es echt ein geiles Spiel. Ich finde es richtig geil. Es macht saumäßig Spaß. Und ich freue mich echt drauf, wenn die Leute hier nochmal ein neues Need for Speed raushauen. Wie gesagt, vor 3 oder 4 Parts habe ich gesagt, es gibt gerade irgendwie ein Foto, ein Artwork oder irgendwas, was veröffentlicht wurde, wo anscheinend das neue Need for Speed geteasert wird. Keine Ahnung, ich habe es immer noch nicht gefunden. Oder ob es wieder rausgenommen wurde aus dem Internet, das kann ja auch mal sein. Ihr schreibt bitte mal in die Comments, wenn ihr das seht. Das wird sowieso in einem halben Jahr rauskommen, mein Let's Play, ne? Und du siehst es wahrscheinlich 2 Jahre später. Was da wohl das aktuelle Need for Speed ist, das wird sich dann herausstellen. Vielleicht ist es ja Need for Speed Heat 2. Vielleicht sollte ich mich einfach mal aufs Fahren konzentrieren. Was ich hier mache, ist wirklich einfach nicht gut. Aber ich finde es trotzdem erstaunlich, dass ich fast 90 Grad berghoch fahren kann. Das alles und vieles mehr ist mit einem BMW X6 möglich. So, hier wäre noch ein schöner Sprung gewesen. Sag mal, hier oben war ich schon so häufig. Da gibt es echt ein Haus. Ich hätte direkt hier oben spawnen können. Warum sagt mir das keiner? Das war doch eben nicht dargestellt. Bergmanöver, mal gespannt. Es geht weiter mit der Story, Leute. Ich weiß, es ist nicht so das Highlight, aber ich möchte natürlich das Auto auch dann haben, was am Ende von der Story uns übergeben wird. Und ich hoffe ja, es ist ein geiles, schönes Rallye-Auto. Und übrigens, Glückwunsch zum Aufstieg in die League. Ja, danke schön. Dank wegen Mercer? Hey, übertreib's mal nicht, okay? So, okay, ich bin gespannt, Leute. Ich hoffe, ihr auch. Es geht los. Ich will jetzt hier Vollgas sehen. Alter, die Alte, die hat wirklich nicht alle Latten am Zaun. Mal Freundlichkeit oder so, Empathie. Du musst einfach mal in so eine Schulung. Was betteln die denn hier alle? Die sind alle so aggressiv. Alter, wir genießen unsere Freizeit hier gemütlich im Dreck. Gemütlich im Dreck. So, da vorne wieder der mit seinem Subaru. Der hat uns schon das letzte Mal verblasen. Das Problem ist, bei den Story-Missionen darf er uns nicht verblasen, denn wir müssen Erster werden. Sieht so aus, als wäre ich nicht in Form. Nee, das stimmt. Aber da merkt man eben auch, guckt ihr das an da vorne, ne? Was ist eigentlich mit unserer Karre los? Warum gucken wir den 140 lang? Irgendwie ist unsere Karre nicht richtig in Form, habe ich mal das Gefühl. So, okay, da unten haben sie abgebremst. Das Problem ist halt auch, ich habe das Gefühl, dass die Jungs und Mädels da vorne... Im Dreck haben wir eher gute Voraussetzungen. Und wenn, dann haben wir eher die Chance, ja, im Dreck zu überholen. Aber dadurch, dass die im Dreck schon so schnell sind... So, da konnte ich jetzt den einen überholen. Ich hatte hier wirklich mehr von dir erwartet. Ja, Alter, was hast denn du? Hälfte des Rennens, ich bin Zweiter. Was machst denn du? Du bist da hinten. Rosini, du bist Vorletzte. Redest du über dein eigenes Ich? Alter, der verbläst uns hier einfach. Guck dir das an. Die Beschleunigung gefällt mir gerade gar nicht. Was ist denn hier los? Das ist doch ein bisschen Schotter. Der da vorne, der hat aber auch... Der hat den gut getuned. Jetzt darf ich nicht so viel driften.
Fuck. Ich muss in der Geraden den NOS benutzen. Ich benutze es immer am Scheitelpunkt. Das ist gut bei normalen Straßenrennen. Aber ansonsten eher nicht. Nur mich schlagen. Seht ihr das? Auf der Straße hatte ich gerade eine gute Beschleunigung. So, der nimmt die Außenkurve. Das könnte mein Glück sein. Ich komm nicht ran. Komm einfach nicht ran. Da oben ist das Ziel. Der brettert uns hier einfach davon. Keine fucking Chance. Das heißt, eins könnte ich noch probieren. Yes! Hat aber leider auch nicht gereicht. Hat nicht gereicht. Es hat nicht gereicht. Das ist gut, was ich hier mache. Das ist doch irgendwie nicht gut, was ich hier mache. Müssen wir nochmal machen. Alter Latz, der hat uns ordentlich verblasen. Aber ganz ehrlich, die letzte Kurve, da bin ich dem so schön in die Seite rein. Ich hätte einfach gedacht, den mach mal jetzt nackig. Puh, das war gar nichts. Ja, das ist natürlich jetzt echt ein kleines Desaster, ne? Groß angekündigt und gerade. Es ist der dritte Part, den ich jetzt am Stück aufnehme. Und ich bin gerade einfach so emotional richtig gepusht. Glückwunsch zum Aufstieg in die League. Und kein Dank wegen Mercer? Hey, übertreib's mal nicht, okay? Und jetzt auf einmal werde ich hier so... Ich muss da vorne an dem Damm bleiben, gar nicht hier ins Gebattle ein. Das Gute ist, wenn er nicht gleich Erster ist, dann wird er auf jeden Fall von dem Gegner hier vorne noch ein bisschen aufgehalten. Und ich darf die Handbremse nicht benutzen. Das kostet mich zu viel Speed. Und ihr wisst ja, I need the speed. Ah, komm, jetzt battle uns nicht. Nicht battle. Battle of the best ist nur bei denen, die vorne fahren. Ah, die da vorne, die sind böse. Ich muss schon sagen, ich hatte mehr erwartet. Ah da. Ihr seid alle Lappen. Was ist mit meiner Karre los hier? Guckt euch das an, die verblasen mich. Das ist richtig böse. Das muss sein. Ich habe keine Chance, Leute. Ich habe ohne Mist, ich habe einfach keine Chance. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier einfach weiterfahre? Halt dich jetzt bloß nicht zurück. Ja, Leute, das kann man vergessen. Also, da bin ich ja wirklich... Da bin ich ja leistungstechnisch irgendwo hinten. Bei Elfriede, bei Rosini kann ich mitfahren. Das ist ja voll krass, aber das ist überhaupt kein Problem, denn wir haben natürlich hier auch noch mit unserem Lamborghini. Machen wir halt, aber wir sind halt auch vom Level halt viel schlechter, ne? Die verlangen hier 320 und wir sind halt 250. Ja, es kann schon sein, dass wir da noch ein bisschen tunen müssen. Das ist durchaus möglich. Also wehgetan. Aber ich denke, mit unserem Lambo, da müssen wir definitiv von der Leistung her hinkommen. Die Frage ist natürlich, welches Auto müssen wir dann umbauen, damit wir auf 320 kommen. So, dann Auto wechseln. Es ist wieder Lambo-Zeit. So. Man darf sich dann auch nicht runterziehen lassen, nö. Nächste Mission. Der Need for Speed Heat geht weiter. So, jetzt aber. Jetzt gibt's einfach mal wieder so einen richtig schönen Motivationspush, indem ich einmal ganz kurz Gas drücke und die Karre abgeht wie... So muss das sein und nicht anders. Okay. Feuer. Das ist noch eine potenzielle Strecke für den nächsten Showdown. Mal sehen, wie sehr sie dich fordert. Bei der Karre könnte ich natürlich auch noch mal ein bisschen tunen. Gerade die eine NOS-Flasche ist da ein bisschen wenig. Da einfach mal vier reinbasteln. Ich sag's immer wieder und dann vergesse ich's. Aber um ganz ehrlich zu sein, die Karre ist einfach schon so dermaßen schnell. So krass, die klebt auf der Straße. So geil, musst du überhaupt nicht driften. Du gehst vom Gas und du kriegst die Kurve.
Sie rollt einfach richtig schön. Sie genießt es, in die Kurve einzutauchen. Oh, das war schlecht. Da nehme ich mal Noss. Herrlich. Die Karre ist richtig nice. Schöne Strecke auch, muss ich sagen. Wahrscheinlich relativ lang. Direkt in Führung. Gut gemacht. Na, was heißt hier direkt in Führung, Adel, du Lappen? Ich bin gleich in der zweiten Runde. Ich weiß nicht, was du machst. Ey, ganz geil wäre es natürlich auch, wenn ich einfach auf dem Lambo einen Geländewagen draus mache. Was wäre denn? Geht es überhaupt? Das geht nicht, oder? Da sind dann irgendwann doch die Grenzen erreicht. So die richtig dicken Schlappen draufgezogen und dann mit dem Lambo durch den Dreck. Warum nicht? So, bleiben wir mal dran. Die bleiben dran. So, zweite Runde. Zack. Geile Strecke, richtig nice hier. Karre ist eben auch richtig heiß, ne? Heiß, nice. Da wünsche ich mir manchmal dann doch so gerne Gummi beim KI. Einfach der vorne mit battelt. Einer, der richtig sich immer dazwischen drängelt. Aber, ne, die fahren halt gut, aber halt nicht so gut wie ich. Kurzwirk. Eigenlob stinkt. Du machst das gut. Weiter so. Alter, mit der Karre macht's einfach jeder gut. Das Ding ist einfach bombastisch. Wo fahr ich denn lang hier? Alter, er driftet. Was hat er überhaupt? Nissan, ne? 370Z haben wir auch in der Garage stehen. Mach weiter Druck und warte auf ihre Fehler. Redet er überhaupt mit uns oder redet er über uns? Denn die Fehler kommen meistens von mir. Da möchte ich dann doch mal auf die Bremse treten. War ziemlich lang hier das Rennen. Aber schöne Strecke. Sehr schön. Feuer. Es ist so geil, da unten einfach die Beschleunigung zu sehen. Wenn du schön die Nussflaschen noch rausdrückst. Aber er bleibt dran. Nee, ich sehe ihn nicht mehr. Spurlos verschwunden. Alter, die Sprüche passen aber auch nicht ganz, was er von sich gibt, oder? Ich weiß nicht, welche Führung er meint. Schön in den Tunnel rein. Nee, der kommt noch gar nicht. Zack. Lass dir das nicht mehr nehmen. Was? Dass du die Führung hast? Ich weiß gar nicht, wer ist denn das eigentlich, der mit uns quatscht? Wheeler? Ob der weiß, dass die 8 von 8, dass das schlecht ist? Und er nicht 8 von 8 Punkten hat oder so? Weiß er nicht. Was für dich drin. So, zack. Hier ist auf jeden Fall noch was drin. Geil. Ganz kurz die Handbremse gezogen, wie die Karre einfach sofort die Traktion wieder kriegt, aber den Arsch richtig schön rumreißt. Na, komm rum. Oh, da oben hätten wir beinahe noch einen überrundet, aber nee, der fährt in die Tanke rein. Der hat aufgegeben. Der hat wahrscheinlich so ein SUV. Der verbraucht extrem viel Sprit und der muss dann einfach mal berghoch hier oben tanken. So, damit ist das Ding gefressen. Yes, Mann! Erster Platz. Du magst die Strecke, hm? Wenn du noch eine für mich testest, besorge ich dir ein High-End-Fahrwerkskit. Alter, ich möchte das High-End-Fahrwerkskit und ich möchte auch die 44.000 Öcken. Lartin ist immer noch nicht im Ziel und wir sind schon längst wieder raus. Potenzial abgeschlossen. So. Wo ist er denn? Lappen-Johnny. So, jetzt ist er nicht mehr da. Das heißt, ich muss einmal wahrscheinlich wieder in die Garage zurück und dann muss ich wieder auf die Strecke gehen. Damit die Strecke geladen wird. Die Logik dahinter habe ich auch nicht ganz begriffen.
So, einmal zurück. Aber gut, wir wollen natürlich auch am Tag fahren mit einem sauberen Lamborghini. Das ist natürlich klar, ne? So, und wieder raus. Ich glaube, das haben die Entwickler mit Absicht gemacht, damit man immer ihren schönen Ladebildschirm sieht. Muss aber auch sagen, ich habe selten solche geilen Ladebildschirme gesehen. Die meisten sind immer scheiße. Und das ist doch wirklich mal geil gemacht. Richtig schön die Autos dezent in Szene gesetzt. Das gefällt mir. Und die Ladezeit ist auch nicht zu lang, ne? So, wo ist er denn? Bist du wieder da? Wo ist er denn? Ist nicht da. Ist immer noch weg. Doch, da ist er. So, nochmal darüber gereist. Und dann kriegen wir das neue Fahrwerkskit. Die Frage ist natürlich, brauche ich das überhaupt für unseren Lamborghini? Ups. Erstmal rückwärts irgendwas umgenietet. Hey, falls du weiterhin Interesse an dem Fahrwerkskit hast, wartet eine letzte Strecke auf dich. Alles klar, die letzte Strecke für das Fahrwerkskit. Anstehende Reise. Okay, eine Strecke noch. Los! Gib Stoff, Alter! Du mit deinem komischen, mit Stickern beklebtes kleines Auto. Zeig mir die letzte Strecke, zeig mir die letzten. Möchte gern Gegner. Wenn du dich hier gut schlägst, schicke ich das Fahrwerkskit direkt zu Lucas. Nice! Alter, ich rede schon. Komm jetzt! Du kennst Lucas doch inzwischen ziemlich gut. Auf jeden Fall. Bester Kumpel. Hey, willst du mich etwa abhängen? Ja, natürlich. Gib Stoff, Junge. Eine Ewigkeit. Ich brauche ein schönes Offroad-Auto. Und ich möchte den Lamborghini. Da möchte ich nochmal ein paar Bodykits reinhauen, oder? Ich meine, Lamborghini darfst du eigentlich nicht verschandeln. Aber es ist Need for Speed. Da macht man das. Was dazugehört. Werkstatt, zwei kleine Kinder und trotzdem noch Zeit, Rennen zu gewinnen. Roberto war ja auch Mr. Clean, Mr. Fantastic. Niemand kann ernsthaft erwarten, dass Lucas auch so ist. Roberto schon. Vielleicht war das das Problem. Und deshalb war ich auch nur zum Spaß. Man muss die Rennen auch genießen können. Auf jeden Fall. So, dann genieße mal das Rennen. Aber zeig uns mal, wo es ist. Alter. Also driften kann er, ne? So einen ganz kleinen, dezenten Kick nach außen. Angeber. Mach ich das auch mal, oder? Komm, wir machen es auch mal. Kann ich auch. Ich weiß, war nicht ganz so geil, aber ich muss auch sagen, meine Traktion ist halt ein bisschen geiler. Er hat halt so einen Allrounder gebastelt, ne? Bestimmt auch so ein Rallye-Auto. Zack. Da ist er wieder. Von Fürth, Franz. Hier ist es. Wo denn? Wo denn? Ist gar nichts. Du wolltest nur zusammen mit mir in den Sonnenuntergang fahren. Sag's doch einfach. Das nächste Mal halt mal Händchen. Mach ich. Ich bin da auch. Ich bin da so. Ich kann auch mal Händchen halten. Das muss auch einfach mal sein. In solchen schweren Zeiten. Wenn es um Fahrwerkskits geht oder so. Ne? Das gehört auch einfach dazu. So, schenk mir ein Fahrwerk-Kit. Es geht los. Alter, ich glaube, ich bin einfach over the top hier. Tschüss. Die Beschleunigung, guckt euch das bitte an. Wenn du hier gewinnst, gehört das Fahrwerk-Kit dir. Oh, hier vorne fahren dann doch schon ein paar andere Karren mit, ne? Das war doch hier gerade irgend so ein AMG Mercedes. Der kostet, glaube ich, sogar ein bisschen mehr als mein Lambo. Weiß ich gar nicht. Aber von der Leistung her war er, glaube ich, schlechter. Kannst du natürlich dann auch geil umbauen als Driftauto, aber willst du wirklich ein Driftauto für 300.000 fahren? Weiß ich nicht. Ich finde, für Driftautos brauchst du nicht so eine Megakarre. Da kannst du auch einfach so einen schönen, billigen auftunen und mit Stickern bekleben. Unser Schweinemobil, das optimale Driftauto. Habe ich lieben gelernt. Bei Need for Speed Pro Street, bei Need for Speed Shift. Wir haben einfach das Schweinemobil. Was anderes brauchen wir nicht.
So, let's do it. Schön in die Beschleunigung wieder reingehen. Kurz mal drauf. Oh. Auf jeden Fall. Ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass es Offroad geht. Da hätte ich nämlich überhaupt nicht gut Kirschen essen gehabt gegen die Jungs und Mädels. Nope. Gib Gas. Alles klar. Ich gebe Gas. Ich will Spaß. So, 30% haben wir. Werden es mir nicht leicht machen. Erstaunlicherweise ist das Rennen noch leichter als das eben. Aber ich bin natürlich in Gedanken immer noch bei dem Offroad-Rennen. Wie kann man das da machen? Ich meine, ich kann mein X6 nicht mehr tunen. Das heißt, ich kann nicht mehr Leistungspunkte rausholen. Die einzige Möglichkeit wäre eben wirklich ein vorhandenes Auto nochmal umzutunen. Aber welches? Das ist die Frage. Welches Auto sollte ich dafür umtunen? Schönes Fahrwerkskit noch rein. Aber mir würde jetzt nur der M3 einfallen. Alle anderen sind so gänzlich kontra Offroad. Oder wir holen jetzt natürlich auch ein Subaru. Der kostet auch nicht die Welt. Ich glaube so 30.000, 40.000. Könnte man machen. Mal schauen. Erstmal müssen wir das hier rocken. Vielleicht kriegen wir dann auch ein geiles Fahrwerkskit für Offroad. Sehr unwahrscheinlich, weil es keine Offroad-Rennen sind, aber... Alter, die Karre! Du musst deine Angst überwinden. Alter, okay. Ich habe keine Angst, Alter. Ich gebe gerade Vollstoff. Ich bin über 300. km/h schnell, nicht Jahre alt. Okay. Let's go! Ich habe gesehen, die Flagge ist hier oben. Hätte ich jetzt die Kurven mitgenommen, das hätte länger gedauert, glaubt's mir. Das war jetzt gerade irgendwie... Mein Hirn hat gesagt, bretter durch. Nimm keinen Baum mit und bretter durch. Das ist natürlich richtig geil. Das erinnert mich hier richtig schön an Need for Speed. Wer ist denn nochmal? Ich weiß schon wieder nicht mehr. Das mit der Story, was man in 4 Stunden durchspielt, The Run. Da gab's auch... Da gab's richtig geile Strecken. Die sahen so geil aus. So ein Herbstwald gegen Ende. Und überall, wo man lang gefahren ist, hat man die Blätter nochmal so hochgewirbelt. Alter, wie die Karre, wie du einfach den Arsch noch rumkriegst. Shit, ich bin so weit zurück, dass ich dich nicht mal mehr sehe. Alter, du bist über 2 Kilometer hinter mir, zumindest der zweite. Und ich glaube nicht mal, dass du der zweite bist. Boah, die Karre ist so böse. Da hätte ich aber durchgepasst. Ah, schade, da habe ich tatsächlich die Begrenzung noch mitgenommen. Und festhalten. Go! So muss es sein. So nicht anders, Leute. Ach, jetzt eck doch nicht an. Getestet und das Fahrwerkskit gehört dir. Als nächstes stehen ein paar hochklassige Rennen an, also behalt dein Telefon im Blick. Ich melde mich, wenn es soweit ist. Alles klar. Geil, Leute. Das Fahrwerkskit gehört uns. Wollen wir gleich mal reingucken, was das ist. Geile Strecke auf jeden Fall. Anstehende Reise abgeschlossen. Racing-Fahrwerk für Pro. Ich glaube, das bringt uns gar nichts. Ohne Mist, das bringt uns einfach gar nichts. Da unser Lamborghini wahrscheinlich schon ein Fahrwerkskit drin hat, was... So, hier ist wieder irgendwo eine Spraydose. Da. Ach nee, ich sammle jetzt hier nicht. Ich habe gesagt, hier will ich alles einsammeln. Jetzt fange ich doch an, hier alles einzusammeln. Das ist doch... Das will ich nicht. Ich möchte mich gegen gewisse Regeln der heutigen Spiele... Ich möchte mich nicht anpassen. Ich möchte mich dagegen auflehnen. So, die Polizei steht da. Die respektiert uns. Finde ich gut. So, ab in die Garage. Dann gucken wir noch mal einmal nach dem Fahrwerkskit, ob uns das in irgendeiner Form was bringt. Wenn nicht, dann wäre das ziemlich schade. Egal, wie schlimm es da draußen auch wird, um Mercer müssen wir uns keine Gedanken mehr machen.
im Besitz. Bringt einem halt gar nichts, ne? Bringt einem wirklich einfach nichts. Ja gut, Leute, aber wir haben 409.000 Dollar auf der hohen Kante. Das ist ziemlich viel Geld. Und ja, schöne Rennen gewesen heute. Mal wieder mit dem Lamborghini unterwegs. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein bei Need for Speed Heat. Euer Van Förde Franz. Abonnieren, liken nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.